Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich mal ein ganz easy Swipe machen. Und zwar das Bild ist 80 auf 40 cm. Ich nehme dazu ein ganzes normales Wischgerät, sage ich jetzt einfach mal, wo ihr nochmal die Dusche abwischen könnt. ich habe das letzt im Workshop gemacht, Cell Creator und Bubble Booster zusammenmischen. Und es gibt dann auch einen coolen Effekt durch die kleineren Zellen, was dieser... Oh, ich habe zwei Cell Creator in der Hand, das ist ja cool. Okay, Bubble Booster, Cell Creator. Also mit diesen zwei machen wir es. Ich mache die Mischung 1 zu 1, zeige es euch aber nachher gleich. Und dann würde ich sagen, lasst uns starten, weil die Farben kann sich ja jeder selber aussuchen. Kann ich vielleicht auch kurz dazu sagen, mein geliebtes Kaminrot. Dann permanent gelb-dunkel, das sind die Farben von Expert, Amsterdam Expert. Ein Patalo Türkis und ein Türkisblau. Bin ich mal gespannt, was rauskommt. Natürlich die Gebäcker Weiß. So, ich kann euch vielleicht auch kurz noch die getrockneten Bilder zeigen von letztem Mal, wo ich mit dem Kaffeefilter und dem Drehteller gemacht habe. Ja, auch richtig cool gekommen. Hat mich auch, ich weiß sowieso den Namen nicht mehr, auf die Idee gebracht. Ich soll es einfach mal probieren, sofort zu drehen und dann laufen lassen. Das würde ich vielleicht auch mal demnächst ausprobieren. Das ist auch ganz cool. Ja, ohne Silikon war ja dieses gemacht. Und ja, das zweite Bild, Geschmackssache, aber auch nicht so schlecht. Das habe ich ja mit Silikon 100 gemacht. Gefällt mir das andere fast besser. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns starten. Ich erkläre euch einfach ganz einfach ein easy Swipe. Also wie leicht es eigentlich ist. Und gerade für die Neuen vielleicht auch, was hier dabei sind. Dann lasst uns starten. Bis gleich, ich gehe schon mal runter. Wieder da. Ich denke mal, dass wir jetzt alles gut im Bild haben. Bevor ich mir die Handschuhe anziehe, ich schnapp mir einfach so einen kleinen Becher. Mache jetzt von diesem Cell Creator. Nehme da einfach zwei so Spritzer rein. Ja komm, ich mach drei. Sicher ist sicher. Und von diesem Bubble Booster, da habe ich noch ein altes Fläschchen. Genauso. Drei Spritzer mit dieser Pipette. So, dann nehme ich einfach mein Stäbchen und vermische das gut. Gespritzt hat es, kann passieren. Okay. So, mach das im Prinzip in alle Farben rein, ein paar Tropfen. Ich denke mal, das reicht gerade für 2 bis 3 Tropfen für jeden. Okay, ich lasse es laufen, auch nicht schlecht. Ja, ich denke mal, das ist genug jetzt. Ihr kennt mich ja, ich bin da nicht ganz so genau. Schön umrühren. Das war das Türkisblau und jetzt habe ich dieses Patalo Türkisblau, das mir jetzt aber noch etwas zu dick vorkommt.
lieber noch einen Schuss Wasser mit rein. So, für die Neuen vielleicht auch, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Meine Mischung ist ja immer mit diesem Menükleber. Ich sage immer 70%, ich rühre jetzt bis hier an, also schmeiß bis hier rein, meine ich. 10% Farbe, ihr könnt da wirklich einen Teelöffel, nicht mehr Farbe braucht ihr nicht, weil dann verbratet ihr auch nicht so viel Farbe. Und den Rest mit Wasser auffüllen, also zwischen 15 und 20%, je nach Viskosität der Farbe selber. Ihr kennt es ja, die von Amsterdam sind etwas dicker, die von Bösner oder andere Solo Gocha sind ja dünnflüssigere Farben, da müsst ihr immer achten drauf. Okay, weiß, die zwei großen Becher habe ich hier. Dann ist immer dieser Punkt noch, falls ihr ein paar Luftbläschen drin habt, einfach kurz mal, könnt ihr die ein bisschen rausmachen, aber nicht den Becher anzünden. So, dann haben wir das. Gut. Schnell noch meine Handschuhe an. Also wie gesagt, durch diesen Cell Creator gibt es ja Zellen. Und der Bubble Booster, wenn ihr noch mehr erhitzt, bekommt ihr kleinere Zellen raus. Das ist auch mal ganz lustig. So, den kann man auch mal zur Seite legen. Was ich jetzt vielleicht mache, ich mache das immer sehr, ich sage jetzt mal übertrieben, ich sage primitiv. Streiche mir die Kanten mal vorher ein. Wobei ich wahrscheinlich bei diesem Swipe gar nicht so weit rauskommen würde mit den Silikonen und mit den Zellen. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. So. Also ist auch nichts vorgrundiert oder sonst was, ganz normaler Keilrahmen. Jetzt kommen wir zu den Farben. Also ich sage immer, die Farben hier nicht ganz bis zum Rand raus, so mache ich es halt. Ist aber jedem selber überlassen. Und dann könnt ihr Punkte machen, ihr könnt es mischen. Ich möchte jetzt einfach auch mal nicht zu viel machen an Farbe. Man kann ja alles voller Farbe machen. Ihr könnt auch diesen Teil nur mit Farbe voll machen und dann drüber swipen. Ihr werdet sehen, ich werde es wieder so nach meinem Stil machen. Das heißt, ich swipe erstmal hier drüber und dann, wie es aussieht, wische ich nochmal von der anderen Seite drüber. So. Das haben wir noch nicht, das Türkisblau. Vielleicht, dass das Bild noch ein bisschen heller wird. Noch ein Ticken Gelb rein. So, und das reicht eigentlich schon, weil ihr braucht gar nicht so viel Farbe. So, jetzt nehme ich meinen ersten Becher Weiß. Ich mache das immer so, also schön dick drauf hier. Bei mir ist das nicht so wichtig mit der, also mit der Technik, wie ich mache. Ich gehe mal bis hier fast bis zur Hälfte am Rand vor. Und da ich es aber zum Schluss eh nochmal laufen lasse, muss ich nicht unbedingt jetzt die Kanten am Rand voll bekommen. Und wenn, dann kann man immer noch nachgießen dann, aber darum lieber etwas mehr Weiß wie zu wenig. Okay. Meine Nase läuft, ich werde mal kurz die Nase putzen. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ich schneide es nicht raus.
so Dille. Okay, dann kommt mein Wischteil. Hier seht ihr schon mal, wie es reagiert. Ich fange jetzt einfach mal hier hinten an. Ihr müsst halt immer schauen, dass ihr das Weiß mitnimmt, das Weiß über die Farbe zieht. Natürlich nicht zu tief, aber auch nicht zu wenig. So, jetzt natürlich schön abputzen, weil ihr wollt ja, dass es weiß bleibt und nicht hier mit Farbe rein tropft. Also gut, geht halt abwischen, sage ich immer. Ne, ihr müsst schon richtig machen. Da bin ich fast ein bisschen zu wenig weiß, sehe ich gerade. Darum mache ich noch ein bisschen drauf. So. Okay. So, und jetzt kommt dieser Knackpunkt, wo ich sage, ich komme von der anderen Seite nochmal. Also mache ich es halt immer gern. Und ihr müsst halt mit viel Farbe rechnen, also bei 80 oder 40 cm braucht ihr natürlich auch etwas mehr Weiß. Lieber etwas zu viel, wie etwas zu wenig, sage ich immer. Ihr könnt natürlich auch nachmischen. Aber ich mache es dann so, dass ich die Farbe zum Beispiel so wie hier, wo ich noch Reste habe, verwende ich dann noch ein anderes Bild. Okay. Und das zweite Mal fahre ich meistens nicht ganz durch und setze es dann auch so ab, dass es ein bisschen schräg gibt oder schräg wird. Sauber, bist du sauber, ja? So, weil dann habt ihr erstens mal nicht nur gerade Linien. Ihr könnt es dadurch durch das Schwenken nachher, könnt ihr die Linien auch noch etwas verzerren. Aber hier habt ihr jetzt schon verschiedene Muster ein bisschen drin, dass er auch schon ganz gut aussieht. So, hoch. Jetzt passt auf, ich lasse es jetzt noch. Ich werde es noch nicht erhitzen. Und jetzt schaue ich eigentlich, dass ich, also wie gesagt, die Kante ein bisschen zu bekomme und natürlich das Bild auch noch etwas auseinanderziehe und laufen lasse und schaue vielleicht, dass ich gar nicht so viel an die Kanten komme mit der Farbe, wenn das funktioniert. Da gibt es auch einen kleinen Trick, immer ein bisschen einmal hin und her laufen lassen, dann gehen die Kanten besser zu. Aber ich bin glaube schon drüber. Na gut, wird nichts, aber egal. Wieder so Vorführeffekt. So. Natürlich die andere Seite. Da fehlt einiges an Farbe, sehe ich gerade. Aber das Schöne ist auch, dass man das schön auseinanderziehen kann. Ich zeige es euch gleich, sorry. Ich hoffe, ihr könnt es sehen soweit. Jetzt muss ich nochmal die andere Seite zumachen. Ihr könnt es ja auch umdrehen, aber das ist mir jetzt zu aufwendig. So. Die Seite unten noch zu mit Farbe. Dann ist das okay. So, ich sehe es nicht ganz. Alles zu. Hier an der Kante noch nicht ganz. Aber das ist nicht so schlimm. Da das Weiß ja gut abtrocknet. Jetzt habe ich mal hier vielleicht noch zumach und auf der anderen Seite.
sehe ich gerade. So. Nicht so tragisch. Das ist mir fast zu weit außen. Lass es noch etwas reinlaufen. Dass dieser Teil hier, ich will jetzt nicht reintropfen, also da mehr in der Mitte ist. Okay, cool. Cool, weil nicht so das Rot nicht so oft durchkommt und hier es schön verschwommen ist, insofern, dass es dann schon ins Lila geht. Crazy. Okay. Das war es jetzt eigentlich schon vom Gießen. Da habe ich eine Riesenzelle, Wahnsinn, warum auch immer. Wahrscheinlich zu viel Silikon rein oder dieser Cell Creator besser gesagt. Egal. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ihr könnt es hier mit dem Brenner machen oder mit dem Heißluftföhn. Ich mache es auch mal gern bei solchen großen Flächen mit dem Heißluftföhn. Das werde ich auch tun. Punktuell mit dem Brenner, aber flächenmäßig, ich sage immer mit dem Heißluftföhn, geht schneller und ist auch besser. So. Und dann einfach drüber. Nicht so viel, wartet erstmal ab, es arbeitet noch ein bisschen nach. Ihr seht ja manchmal immer solche Silikonkrater, da kommt eventuell wo Farbe drunter ist, so wie hier auch noch was vor. Jawohl, schön rot, 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 das passt. Das seht ihr jetzt vielleicht, ich zeige es euch nachher von daheim, da seht ihr einfach auch, wie diese kleinen Zellen dann noch kommen. Und das ist das Coole hier, diese ganz kleinen, was heißt ja, kleinen Zellen und dieses Weiß zwischendrin. Das ist also richtig cool. So, das lassen wir jetzt am besten einfach mal ein bisschen einwirken und schauen wir, hier zum Beispiel passiert nicht viel, mal kurz, ob da noch was kommt, ja, aber ich denke mal, da kommt auch noch einiges raus, ihr seht es ja hier schon. Und da hat man auch schöne weiße Zellen. Und was mich halt fasziniert, einfach mit diesem Cell Creator funktioniert das ganz gut. Diese weiße Stellen zwischen den Zellen, beziehungsweise, ne, das kommt halt richtig cool. Ja, vor allem hier. Okay, ich lasse es ein bisschen einwirken. Und dann zeige ich euch es von nahem. Okay. Ja, genital. Also, bis gleich. So, Freunde, bin es da. Ich habe es jetzt bestimmt mehr als 10 Minuten einwirken lassen. Und schauen wir das mal von nahem an. Das ist halt das Faszinierende hier, diese kleinen. Zellen. Da haben wir die großen. Das ist eigentlich so dieser Unterschied hier. Na, das ist dann der normale Bubble Booster. Diese großen Zellen. Und die kleinen hier. Das sind praktisch mit diesem Bubble Booster. Also Cell Creator meine ich. Die kleinen kommen durch den Bubble Booster dann. Und es gibt einen ziemlich coolen Effekt. Auch hier. Das hier. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Der ist richtig cool hier.
Da hört es dann auf. Und hier seht ihr eigentlich wieder, wenn die Zellen alleine sind, wie die sich ausdehnen, wenn die Platz zum Arbeiten haben. Also richtig cool. Okay, also ihr seht, es ist eigentlich ganz einfach, mit natürlich auch dem richtigen Material, und dann funktioniert das auch, kann jeder. Man könnte es natürlich sagen, mehr Farbe, weniger Farbe, und dann passt das. Okay, ein richtig schöner Negative Space eigentlich auch, und wie gesagt, mir gefällt das halt, dass dieses Weiß dazwischen. Das ist schöne Netzzellen eigentlich auch. Das passt. Also gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen wieder. Einfach mal zum Nachmachen. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.